Wir starten jetzt mit dem Cyberraum. Seit 2016 hat die NATO den Cyberraum auch als Operationsgebiet erklärt. Und deswegen sind wir sehr gespannt, was uns Aaron Lai dazu erzählen kann. Er ist langjähriges FIF-Mitglied und promovierter theoretischer Informatiker. Und ich gebe dir das Wort für den Vortrag. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Genau, das Thema informationstechnische Kriegsführung beschäftigt uns im FIF schon sehr viele Jahre und ist auch seit Jahren immer mal wieder Thema gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Und zwar insbesondere dann, wenn bekannt wird, dass Infrastruktur oder ein wichtiges System eines Landes angegriffen wird. Und die Liste der Staaten, die informationstechnische Kriegsführung üben und betreiben, ist lang und schließt die NATO-Staaten vielleicht auch selbstverständlich mit ein. Im Folgenden will ich über drei Manöver der NATO sprechen. Einiges ist auf andere Manöver übertragbar. Und genau, wie kam es eigentlich dazu, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe? Vor ungefähr 6 bis 7 Jahren bin ich eher zufällig eines Nachts über einen Artikel zu solch einem Manöver gestoßen. Und seitdem setze ich mich immer mal wieder mit dem Thema intensiver auseinander. Kurz vorher wurde von WikiLeaks die Vault 7 oder Vault 8 Publikation veröffentlicht, die CIA Hacking Tools vorgestellt hat oder offengelegt hat. Und klar stellte ich mir dann die Frage, wie viel lässt sich eigentlich dann an Informationen zu diesen Manövern online finden? Also wie viel ist davon öffentlich zugänglich? Erwartungsgemäß war die Informationslage sehr dünn. Mittlerweile findet man, oder ist die Situation viel besser, man findet doch einiges zu diesen Manövern, trotzdem bleibt selbstverständlich noch sehr viel geheim. Nichtsdestotrotz möchte ich Menschen ermutigen, wenn sie über interessante Fragmente irgendwie im Netz stolpern, da dran zu bleiben, denn es ist zwar oft frustrierend, dass man so wenig erfährt, aber manchmal bekommt man doch Erkenntnisse. Der Cyberspace gilt als 5. Domäne der Kriegsführung. Der Begriff meint die globale Domäne bestehend aus IT-Infrastrukturen, Rechnern und Rechnernetzen sowie eingebetteten Systemen und Mikrocontrollern. Da die 4 anderen Domänen Weltraum, Luft, Wasser und Land stark auf IT-Infrastrukturen aufbauen, verläuft diese Domäne quer zu ihnen. Auf dem Warschauer Gipfel im Jahr 2016 hat die NATO den Cyberspace zum Operationsgebiet erklärt und sich die Verbesserung ihrer operativen Reaktionen und die Entwicklung der Kriegsführung durch Übungen zum Ziel gesetzt. Informationstechnische Angriffe wurden aber bereits 2006 auf dem Gipfel in Riga als mögliche asymmetrische Bedrohung festgehalten und gemeinsame Programme zum Schutz von Informationssystemen als notwendig postuliert. Seit 2018 übt die NATO in gemeinsamen Manövern den Cyberkrieg. Offensive Operationen umfassen offensive Operationen informationstechnischer Kriegsführung umfassen Aktionen, die durchgeführt werden, um Daten von IT-Systemen des Ziels oder des Gegners zu exfiltrieren, Informationen zu manipulieren, Informationsflüsse zu beeinträchtigen oder Systeme zu zerstören. Ganz konkret handelt es sich um Angriffe auf Waffensysteme und Gerät, Angriffe auf Infra-, Kommunikations- und Kommandostrukturen sowie Spionage. Letzteres wurde jetzt relativ klar auch durch die Snowden-Enthüllung und die WikiLeaks-Publikation klar, wie da der Stand ist, beziehungsweise der ist jetzt natürlich auch schon durch die Entwicklung der letzten Jahre etwas in die Jahre gekommen. Umgekehrt gehört zur informationstechnischen Kriegsführung die Bereitstellung und Aufrechterhaltung der eigenen Infra-, Kommunikations- und Kommandostrukturen sowie die Abwehr gegnerischer Angriffe auf eigene Systeme. Die Grundlage der Kriegsführung bilden informationstechnische Angriffe. Um ein System anzugreifen, werden also demnächst Angriffsvektoren durch Sicherheitslücken identifiziert
Und der eigentliche Angriff besteht dann im Wesentlichen aus einem Exploit, also einem Programmcode, der die Sicherheitslücke ausnutzt, und dann einem Payload, also Programmcode mit schädlichem Verhalten. Auch wenn dieser Angriff jetzt schon über 10 Jahre her ist, möchte ich Stuxnet als Beispiel heranziehen. Stuxnet ist ein Computerwurm, der automatisiert mehrere Sicherheitslücken ausnutzt, um sich in Windows-Netzwerken zu verbreiten, mit dem Ziel, eine spezielle Art von Anlagensteuerungssystem der Firma Siemens, also SCADA Industrial Control Systems, anzugreifen. Durch die Infektion des Steuerungsrechners ist es dann auch möglich, auf die sogenannten Programmable Logic Controller, kurz PLC oder im Deutschen auch speicherprogrammierbare Steuerung genannt oder SPS, zuzugreifen und diese umzuprogrammieren. Diese PLC sind Digitalrechner zur Steuerung von Maschinen und Anlagen. Das ist ganz handelsübliche Hardware, die in unzähligen Maschinen weltweit benutzt wird. Die Einsatzgebiete erstrecken sich von Produktionsanlagen mit relativ simplen Steuerungen hin zu Robotern und Systemen mit komplexen Abläufen. Weltweit wird dieselbe Hardware in zivilen als auch militärischen Systemen benutzt. Stuxnet hat weltweit über 200.000 Systeme infiziert. Das eigentliche Ziel war aber die Zerstörung eines genau vorher spezifizierten Systems. Die Urananreicherungsanlagen oder die Zentrifugen der Urananreicherungsanlagen im Iran in Natanz. Bei diesem Angriff handelt es sich um eine große internationale Operation, bei der mindestens die NSA, CIA, GCHQ, der Mossad und das US Military Cyber Command beteiligt waren. Entwickelt wurde dieser Wurm von den Tailored Access Operations der NSA und der Unit A200 vom Mossad. Da sich informationstechnische Angriffe wesentlich von konventionellen unterscheiden, macht das Aufkommen der informationstechnischen Kriegsführung aus Sicht der Betreibenden es erforderlich, dass Strategien, Konzepte und Verfahren sowie Fähigkeiten und Personalstruktur umgestaltet werden. Tätigkeiten, die vorher klassisch Geheim- und Nachrichtendiensten zugeordnet waren, werden jetzt ebenfalls vom Militär praktiziert. Entsprechend sind aber auch diese Teile des Militärs oft den Nachrichten und Geheimdiensten sehr nahestehend oder deren assoziiert. Des Weiteren ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass diese Operationen oft nicht separat stattfinden, sondern als Teil domainübergreifender Operationen stattfinden. Okay, so viel vorweg, kommen wir endlich zu den Manövern. Im Folgenden möchte ich über Cyber Coalition, Locked Shields und Cross Swords sprechen. Meines Wissens nach sind es die drei wichtigsten Manöver, die die NATO in wechselnder Zusammensetzung regelmäßig durchführt. Bei allen drei handelt es sich um sogenannte Multilevel Exercises. Das heißt, es werden unterschiedliche Schichten trainiert, sei es jetzt also von der Strategie über Taktik zur technischen Ebene. Alle sind mit der Zeit gewachsen und haben an Komplexität zugenommen. Und bei allen drei handelt es sich um fiktive Übungsszenarien, die auf einer europäischen Geografie stattfinden. Also Cyber Coalition. Seit 2008 findet jährlich im November das Manöver Cyber Coalition statt. Es wird als die wichtigste NATO-Übung oder Cyber-NATO-Übung bezeichnet, das Flaggschiff der kollektiven Cyberverteidigung und eine der größten Übungen dieser Art weltweit. Das Manöver dauert 5 Tage. Die Übung wird vom Allied Command Transformation unter Leitung des Militärausschusses und damit formal auf höchster Ebene der militärischen Hierarchie geplant und durchgeführt. An der Übung sind zahlreiche NATO-Einrichtungen beteiligt, darunter das NATO Cyberspace Operations Center, die NATO Kommunikations- und Informationsagentur, NCIA, und auch eine zentrale Rolle nimmt das im estländischen Tallinn ansässige NATO-Exzellenzzentrum für gemeinsame Cyberabwehr, im Englischen Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, CCD-COE. Das
ist ein ganz wichtiges Exzellenzzentrum, mit dem wir uns jetzt im Folgenden auch noch intensiv auseinandersetzen. In den letzten Jahren waren jeweils 700 bis 1000 Menschen beteiligt. 2021 nahmen rund 1000 Menschen teil aus 25 NATO-Mitgliedstaaten, 4 Partnerstaaten und der Europäischen Union, darunter insbesondere der EU-Militärstab und das Computer Emergency Response Team. Cyber Coalition ist ein, wie der Name schon sagt, eine kollektive Übung. Das heißt, die Teilnehmerinnen arbeiten gemeinsam auf ein bestimmtes Ziel hin, um Probleme zu lösen bzw. bestimmte Aufgaben zu erfüllen, anstatt miteinander zu konkurrieren. Das Manöver soll die Strategieplanung auf operationaler und taktischer Ebene sowie deren Umsetzung durch die NATO und ihre Mitgliedstaaten trainieren. Das bedeutet zum einen die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen NATO-Gremien, NATO-Verbündeten und Partnerstaaten, als auch Behörden ganz konkret dann. Zweitens die Verbesserung der Fähigkeiten des Bündnisses zur Durchführung von Cyberspace Operations durch den Austausch von Informationen, Erprobung von neuer Taktiken, Techniken und Verfahren sowie die Bewältigung von Angriffen dann ganz konkret. Und drittens die Bereitstellung einer Plattform zur Ermittlung von Fähigkeitslücken und Ausbildungsanforderungen. Die Übung findet im Cyber Security Exercise and Training Center CR14 in Tallinn statt. Diese stellt entsprechend die Infrastruktur, um die Szenarien zu erproben. Teilweise kommen die Militärs zusammen, teilweise nehmen sie aber auch über virtuelle Netze, also einfach ein VPN, dorthin, also aus ihren jeweiligen Staaten und Einrichtungen teil. Mithilfe von Szenarien und Handlungsabläufen, unter anderem Angriffe auf kritische Infrastrukturen, Eingriffe in Netz oder Eindringen in Netzwerke, Spionage, Insiderbedrohungen, Exfiltration und Datenmanipulation, soll das Manöver halt die Fähigkeiten der NATO verbessern. Und dabei konzentrieren sich halt diese Übungsszenarien hier auf diese fiktive Insel Eisbergen im Nordatlantik, die dann anhand von informationstechnischen Angriffen angegriffen wird. Um es dann mal ganz konkret zu machen, wie sieht so eine Herausforderung aus? 2016 war das Szenario folgendes, also die technische Untersuchung, Analyse und das Einleiten von Gegenmaßnahmen bei folgendem Szenario. Smart Watches, also diese intelligenten Uhren, haben oft GPS-Sensoren und haben aber oft ein integriertes Mikrofon. Die Ausgangslage war, dass die Smartwatch eines Offiziers kompromittiert wurde und dieser Offizier an einer internationalen geheimen Besprechung daran teilgenommen hat. Und die Schadsoftware war halt so programmiert, dass sie anhand von GPS-Signalen sich orientiert und entsprechend ortsabhängig Gespräche aufzeichnet und diese dann über ein gekoppeltes Android mit Internetverbindung exfiltriert. Die Analysten der teilnehmenden Staaten wurden entsprechend mit Smartwatches und Androids ausgestattet und sollten entsprechend diese Malware, also die Schadsoftware, analysieren und Gegenmaßnahmen einleiten und entsprechende Berichte fertigen. Das Training dieser Malware-Analyse oder Schadsoftware-Analyse, Netzwerk- und Computerforensik war aber nur ein Teil der Übung. Es ging auch darum, wie dieses Problem oder die Situation den Teilnehmenden oder den Teilnehmerinnen dieser Geheimbesprechung über kommuniziert wird, Lösungen zu erarbeiten, wie dem organisatorisch begegnet werden soll, sowie Abläufe einzuüben und zu optimieren. Das Manöver trainiert aber nicht nur einen, sondern gleich immer mehrere Angriffe oder gleichzeitige informationstechnische Angriffe auf die NATO und NATO-Mitgliedstaaten. Zu den Szenarien 2016 gehörte halt zum Beispiel neben diesem Smartwatch-Szenario auch mindestens ein Angriff auf die auf ein SCADA Industrial Control System, wie wir eben schon bei Stuxnet sozusagen gehört haben, ein ganz übliches System.
mindestens 2018 wurde mindestens ein Angriff auf ein Eisenbahnsystem sowie ein Angriff auf eine Wasseraufbereitungsanlage sowie ein Angriff auf ein militärisches Kommando- und Kontrollsystem geübt. Und zu den Szenarien 2021 gehörte ein Angriff auf Gasversorgungspipelines, ein Angriff auf die Verlegung von Truppen und die Logistik, sowie ein pandemiebezogener Ransomware-Angriff, bei dem Impfstoffdaten oder gestohlen und verschlüsselt wurden und Impfprogramme gefährdet wurden. Genau, hier sehen wir auch noch, wie sozusagen die übliche Arbeitsatmosphäre dann bei diesem Manöver so aussieht. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, es ist extrem schwer, Informationen zu diesen Manövern zu bekommen. So im Detail weiß ich es halt einfach nicht. Würde mich auch interessieren. Genau, falls irgendjemand Informationen dazu hat, genau, meine Mailadresse findet man und mein Key. Kommen wir zum zweiten, Locked Shields. Seit 2010 veranstaltet die NATO jährlich im April in Tallinn die Echtzeit-Netzwerkverteidigung-Übung Locked Shields. Dieses Manöver dauert nur 2 Tage. Während Cyber Coalition primär kollaborativ ausgerichtet ist, ist dieses Manöver kompetitiv konzipiert. Nur ein verteidigendes blaues Team kann gewinnen. Die Übung ist als Wettbewerbsspiel aufgebaut, bei dem die verteidigenden Teams auf der Grundlage ihrer Leistung bewertet werden. Und trotzdem, obwohl die Teams miteinander konkurrieren, ist die Übung so angelegt, dass die Teams ermutigt werden, Informationen auszutauschen und so weit wie möglich zusammenzuarbeiten. Anfangs war es eine ausschließlich technische Übung, mittlerweile handelt es sich ebenfalls um ein Multi-Level-Exercise, welches ebenfalls die operative Ebene mit einbezieht. Allerdings liegt nach wie vor der Fokus auf der technischen Ebene. Die Teilnehmerinnenzahl erhöhte sich alle 2 bis 3 Jahre signifikant, waren es 2012 noch 200 Teilnehmerinnen, 2014 schon 400, 2018 1000 und seit 2021 sind es ganze 2000 Teilnehmerinnen, die dort zusammenkommen. Aktuell nehmen fast 30 Staaten mit 24 blauen Teams teil. Das Manöver wird von diesem CCD-COE, also diesem Exzellenzzentrum, in Zusammenarbeit mit anderen NATO-Einrichtungen, also der NCIA, dem estländischen Verteidigungsministerium, den estländischen Streitkräften, dem NATO-Exzellenzzentrum für strategische Kommunikation, der Europäischen Verteidigungsagentur sowie dem Europäischen Kompetenzzentrum für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen ausgerichtet. Hinzu kommen zahlreiche Industriepartner. Und die blauen Teams haben dann die Aufgabe, die Netze und Dienste des fiktiven Landes aufrechtzuerhalten. Dazu gehört die Bewältigung und Meldung unterschiedlicher Angriffe auf eine Vielzahl von Systemen. Die Lösung forensischer Herausforderungen sowie die Reaktion auf rechtliche und mediale Einwirkungen. Umgesetzt wird dies anhand von einem großen virtualisierten Netzwerk und eines fiktiven Szenarios inklusive simulierter Infrastruktur. Das Fachpersonal der Verteidiger soll also durch eine Vielzahl von Angriffen herausgefordert bzw. an die Grenzen zum Scheitern gebracht werden, damit diese aus Fehlern lernen und dann entsprechend auch ganz übliche Angriffe auch abwehren können. Die Übung findet im Hilton Hotel in Tallinn statt. Des Weiteren werden die zu verteidigenden Systeme visuell und modellhaft aufbereitet. Beides dient halt auch dazu, diese Übung für Politikerinnen, Entscheiderinnen und Sponsoren entsprechend ansprechend zu machen. Es gibt 5 Arten von Teams. Das rote Team greift an, die blauen Teams verteidigen. Darüber hinaus gibt es aber noch das weiße Team, welches die Übung leitet und verwaltet, das gelbe Team, welches für die Situationserfassung zuständig ist, sowie das grüne Team, welches die Infrastruktur verwaltet und entwickelt. Das CCD-COE stellt die Personal-
oder das Personal für das weiße, gelbe, grüne sowie das offensive rote Team. Die NATO-Staaten und Partner sind entsprechend dann für die blauen Teams zuständig. Und während halt die Organisatoren der Übung sich vor Ort treffen, nehmen die teilnehmenden blauen Teams über VPN entsprechend oder haben entsprechend VPN-Zugang zu den Übungsnetzen. 2022 waren es 5.500 virtualisierte Systeme, die mit ca. 8.000 Angriffen angegriffen wurden. Die Übung bezieht reguläre Unternehmens-IT, kritische Infrastruktur und militärische Systeme mit ein. Realistische Netzwerke, Systeme und Angriffsmethoden bilden die technische Umgebung. Die Systeme und Aufgaben haben sich allerdings auch über die Jahre gewandelt und haben an Komplexität zugenommen. Bis 2014 bestanden die Übungen aus klassischen clientseitigen Angriffen und auf Unternehmen auf die Server via Exploits. 2015 waren dann schon industrielle Steuerungssysteme, also SCADA Industrial Control Systems, Bestandteil der Übung. Des Weiteren war eine Aufgabe, die Kontrolle über ein von Feinden übernommenes autonomes Luftfahrzeug zurückzuerlangen. Dabei wurden diese Teams sehr unter Zeitdruck gestellt, da das bespielte Szenario lautete, dass die Drohne über einer Stadt kreise und nach 3 Stunden aufgrund von Treibstoffmangel abstürzen würde. Zusätzlich zu technischen und forensischen Herausforderungen wurden mediale und rechtliche Fragestellungen erstmals Bestandteil der Übung, aber eher nebensächlich. Das war im Jahr 2017 dann schon anders. Da bekamen diese medialen und rechtlichen Aufgaben bekamen dann größeren Anteil dieser Übung. Auch in diesem Jahr war die Aufgabe der blauen Teams, die Netze und Dienste dann eines Luftwaffenstützpunktes aufrechtzuerhalten, also dann neben den Angriffen auf militärische Kommando- und Kontrollstrukturen waren unter anderem operative Infrastrukturen, auch Angriffe auf das Kontrollsystem sowie ein von Siemens simuliertes Stromnetz sowie simulierte also Drohnen wieder, fliegende Drohnen, die waren auch Teil der Übung. Des Weiteren war halt, wie gesagt, diese Übung zum ersten Mal dann eine Multilevel-Exercise, also während IT-Expertinnen die Verteidigung von Computernetzwerken und die Bewältigung von Angriffen übten, waren auch rechtliche Fragen, dann Herausforderungen. Geübt wurden politische Entscheidungen bezüglich Entscheidungsverfahren, also wie man beispielsweise damit umgehen soll, wenn ein System informationstechnisch angegriffen wird, was dann entsprechend auf diplomatischer Ebene oder rechtlicher Ebene für Konsequenzen folgen. 2018 wurde die Situation um die Verteidigung eines 4G-Mobilfunknetzes erweitert, sowie einer SPS-gesteuerten Wasserwiederaufbereitungsanlage. 2019 waren auch maritime Unterwassersensoren Teil der Übung. Und 2021 enthielt die Übung neben den neuen Sensoren, also Stromnetze, Satellitenüberwachung, Luftverteidigung, Wasserwiederaufbereitung, mobile und militärische Kommando- und Kommunikationsnetze auch mehrere neue Herausforderungen für die strategische Entscheidungsfindung. Dort wurde insbesondere der Finanzdienstleistungssektor als Angriffsfläche für feindliche Angriffe hervorgehoben. Und das war auch dann dieses Jahr der Schwerpunkt der Übung. Kommen wir zum letzten Manöver. Cross-Swords. Seit 2014 findet jährlich in Riga die Übung Cross-Swords statt. Organisiert wird diese Übung ebenfalls vom CCD-COE und ist vielleicht auch aus meiner Perspektive vielleicht auch die wichtigste
Übung, auf die man sich noch mehr konzentrieren sollte, wobei aber hier die Informationslage noch dünner ist als bei den vorherigen zwei. Denn diese technische und praxisnahe Übung dauert zwar 3 Tage, ist etwas länger sozusagen als die vorherige, ist auch wesentlich kleiner als die vorherige, also mit 120 Teilnehmerinnen aus 26 Staaten, signifikant viel kleiner. Sie legt allerdings halt den Fokus auf das Training von Penetrationstest und offensiver digitaler Forensik. Also Ziel der Übung ist das Erlernen von Fähigkeiten, wie mit verschiedenen Angriffsvektoren IT-Systeme infiltriert werden können, also Client-Side-Targeting, Web-Based Attacks, Malware und System-Exploitation, Network- and Service-Space-Attacks, ihr seht es ja auch hier auf der Slide. Neben klassischer Computer-Network-Operations behandelt die Übung aber auch die Untersuchung von Angriffen auf Systeme, also klassische digitale Forensik, die oft nur oder auf Systeme, die oft halt nur in industriellen Steuerungsanlagen, also diese SPS, PLC, sind auch hier wieder ganz vorne mit dabei. Des Weiteren trainiert Quostsorts digitale Forensik, um halt direkt dann anzugreifen, also das gemeinhin als Hackback bezeichnete Aufspüren und Infiltrieren von Systemen, von denen aus angegriffen wird, das wird hier schon trainiert. Zu den Übungszielen gehört aber auch die erfolgreiche Durchführung von verdeckten Angriffen und Ablenkungen sowie die Zusammenarbeit, die es Teilnehmerinnen ermöglichen, bereichsübergreifende Synergien zu nutzen, also um informationstechnische Angriffe mit klassischer militärischer Taktik zu kombinieren oder diese darin zu integrieren. Also ein Fokus liegt darauf, dieses Training ebenfalls an Spezialkräfte sozusagen zu richten, also dieses sozusagen Hacking mit klassischen Spezialkräftenoperationen zu integrieren, dafür ein Bewusstsein sozusagen auch auf Führungsebene zu schaffen, wie offensive informationstechnische Angriffe mit offensiven klassischen kinetischen Angriffen kombiniert werden können. Und seit 2020 beinhaltet entsprechend diese Übung ein entsprechendes Führungsmodul. Um einen Eindruck zu bekommen, so sieht es in etwa dort, oder nicht in etwa, das ist ein Foto von dieser Übung, wie sie dort stattfindet. Es ist eine klassische Hackerin-Atmosphäre sozusagen, so ein Bild. Könnte man vielleicht sogar auch beim Kongress oder auf jeder anderen CTF oder irgendwie offensiven Übung aufnehmen. Was waren die anzugreifenden Systeme oder vielleicht erst was ist so die Ausgangslage? Zur Verfügung stehen diesen Soldatinnen 200 virtualisierte und physikalische IT-Systeme. Also es ist nicht alles virtualisiert diesmal, sondern das Gerät ist teilweise direkt vor Ort. Anzugreifende Systeme waren zum Beispiel die Steuerungssystem einer Bunkertür, einer Alarmanlage, einer IP-Kamera, ein verteiltes Stromnetzsystem, Drohnen in unterschiedlicher Ausprägung, sei es jetzt irgendwie fliegend, fahren, auch unter Wasser, habe ich jetzt hier nicht mit aufgezählt. Ein maritimes Navigationssystem sollte gehackt werden. Natürlich militärische Funkkommunikation, Mobilfunkdatenbasisstation, als auch eine Eisenbahnkontrollstation. Beispielsweise war es 2018 so, dass Mobilfunktechnologien gehackt werden sollten zur Identifizierung einer Zielperson, also Drohnenüberwachung und auch 5G-Sensoren wurden dann benutzt zur Erfassung der Standortdaten und zum Einsammeln weiterer Informationen.
Diese wurden dann entsprechend an die Spezialkräfte weitergeleitet, damit diese genau die Person ausschalten. Vielleicht auch nochmal weitere Beispiele. Genau, ähnliches ist einfach bei der Bunkertür. Das kann man sich einfach klar denken. Das rote Team oder die Soldatinnen sollten entsprechend das Kommunikationsprotokoll rekonstruieren, dann entsprechende Befehle in die Steuerung dieser Anlage einschleusen, damit sich diese Bunkertür übers Netzwerk dann öffnen lässt, damit entsprechend die Spezialeinheiten diese Bunkertür betreten können. Genau, beim verteilten Stromnetz war es der Fall, dass diese Remote Terminal Units zur Verwaltung und Überwachung des Stromnetzes gehackt werden sollten, also wieder das Protokoll rekonstruiert werden sollte, das proprietäre Protokoll. Wenn ich das richtig weiß, ist es auch ein Siemens-System wieder, um halt dann entsprechend das Netzwerk oder Befehle in dieses Netzwerk zu injizieren und die Energieversorgung zu steuern bzw. abzuschalten. Beim unbemannten Bodenfahrzeug hatten sie es, wie man hier auf dem Bild auch sieht, das Gerät direkt vor Ort und das Ziel war es, dass die Menschen die vollständige Kontrolle über dieses System überlangen sollten, indem sie halt entweder die Netzwerkprotokolle wieder angreifen oder halt die zu steuernden Workstations. Und vielleicht der letzte Fall, die Eisenbahnkontrollstation, da wurde wieder ein von Siemens verwendetes oder ein von Siemens entwickeltes System, also die S7, verwendet, um ein simuliertes Eisenbahnnetz. Also jetzt hatten sie die Hardware nur zum Teil sozusagen parat oder vorliegen. Genau, das rote Team hatte die Aufgabe, die Kontrolle über die Eisenbahnkontrollstation zu erlangen, um dann den Zug entsprechend zu stoppen oder auch zu entgleisen zu lassen. Kommen wir zum Fazit. Das Aufspähen und Nutzen von Sicherheitslücken im Vorfeld von geheimdienstlichen Operationen und militärischen Auseinandersetzungen ist längst Alltag. Durch das Bekanntwerden der Operation Olympic Games und der Analyse von Stuxnet ist auch mindestens seit 2010 eine neue Qualität von geheimdienstlicher und militärischer informationstechnischer Kriegsführung bekannt. In den gerade vorgestellten Manövern trainieren Armeen und Geheimdienste entsprechend den Cyberkrieg. Insgesamt wird deutlich, dass die Operationen schon im großen Maßstab vorbereitet werden und seit 2018 systematisch in Manövern geübt werden. Und da informationstechnische Angriffe in der Regel wesentlich kostengünstiger sind als konventionelle Angriffe und ihre Attribution schwierig ist, ist die Schwelle niedrig, dass diese Angriffe auch durchgeführt werden. Entsprechend sind diese Manöver Brandbeschleuniger für die aktuellen und bevorstehenden Konflikte und eine internationale Ächtung dieser Angriffe ist dringend notwendig, erscheinen mir aber aktuell äußerst unwahrscheinlich. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bin offen für Fragen. Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die aktuellen und schon länger auch aktiven Ereignisse. Gibt es direkte Fragen aus dem Auditorium dazu? Ich springe gleich mal zu dir. Ja, danke, Aaron. Frage wegen der Quellen, wo du das her hast. Ist das alles aus öffentlichen Quellen oder hast du da irgendwelche anderen Sachen anzapfen können? Das finde ich sehr spannend. Also teilweise publizieren die mittlerweile selber einiges dazu. Also bei allen Sachen handelt es sich um
Information oder bei allen Informationen stütze ich mich auf Veröffentlichungen, die die NATO selbst herausgibt. Sei es jetzt irgendwie, dass man Informationsschnipsel mal in irgendwelchen YouTube-Videos aufschnappt, die irgendwie teilweise eher für Werbezwecke da sind. Teilweise kann man Publikationen direkt von diesem Exzellenzzentrum runterladen und sich einen Einblick über diese Manöver verschaffen. Teilweise muss man einfach aus Zeitungsberichten oder Berichten über diese Manöver, die tatsächlich auch rausgegeben werden, dann Informationen zusammensammeln. Also es sind wirklich viele Fragmente, die einfach schon aufzufinden sind, wenn man nur hingucken will. Ja. Spannende Puzzlearbeit. Hier ist eine Frage und danach komme ich rüber. Ja, vielen, vielen Dank, Aaron. Ich wäre jetzt noch neugierig, gibt es irgendwelche Abrüstungsversuche? Er schüttelt schon mit dem Kopf. Nein. Also auch nicht mal wie bei Drohnen, so CCW in Genf, wo man sich auf einer diplomatischen Ebene trifft. Und die andere Frage wäre, das wäre ja auch eine aus der Informatik, gibt es irgendwelche Versuche, wie man sozusagen, kontrollieren kann, also nicht kontrollieren, aber nachvollziehen kann, wer diese Angriffe fährt, weil ich meine, das ist ja zum Beispiel jetzt aus Sicht der Medien überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wer welche Cyberangriffe zum Beispiel gestartet hat. Ja, gibt es also, da irgendwelche Versuche? Also dieses Problem der Attribution ist ja auch ein großes Thema, was uns einfach auch schon in diesem Bereich mindestens 10 Jahre, ich glaube sogar einfach mehr. Das erste Mal 2009 bin ich, glaube ich, darauf gestoßen, dass das als große Frage auch erstmal im Raum stand. Wie kann Attribution sichergestellt werden, wer diesen Angriff fährt? Die NATO-Doktrin war dann zunächst, es ist weniger entscheidend zu wissen, wer es war, sondern eher wem nützt es am meisten und die Person war es dann wahrscheinlich, also der Staat war es dann wahrscheinlich. Und nichtsdestotrotz hat es da technische Fortschritte gegeben, also weniger diplomatische, sondern eher, dass riesige Datenbanken natürlich entwickelt werden. Also das war auch ganz interessant bei den WikiLeaks-Publikationen zu Vault 7. Umbridge ist das Stichwort, dass die CIA entsprechende Fingerprints oder sich sozusagen Strukturen in Schadsoftware anguckt und da versucht, sozusagen Klassen oder Familien oder Urheberschaften zu rekonstruieren, um bestimmte Beziehungen halt vermeintlich herzustellen, was trotzdem noch immer alles sehr konstruiert ist, aber so eine Art Attribution dann durchzuführen. Bestimmt haben auch andere, also die Frage war, ob auch außer der CIA entsprechende Tools existieren. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich jede Nation oder jeder Staat, weitaus über 100 sind es mittlerweile, die informationstechnische Kriegsführung betreiben, solche Datenbanken oder solche Attributionsversuche erwägen oder auch tun. Gut, gehen wir einfach davon aus, dass es der Fall ist. Nichtsdestotrotz wissen wir einfach nichts darüber. Es ist halt alles geheim. Das sind nur die wenigen Mosaiksteine, die wir hier sehen können. Ich gebe mal hier noch weiter zu einer Frage. Ja, vielen Dank, dass du dir diese Arbeit machst, das alles zusammenzutragen. Dieser Cyberwar ist ja ein unheimliches Hype-Thema auch. Und soweit ich mich erinnere, ist auch bei den Militärs eigentlich umstritten, wie wichtig und bedeutsam das eigentlich ist als Mittel der Kriegsführung. Vor diesem Hintergrund hast du da eine Einschätzung, wie das jetzt in dem Ukraine-Krieg, ob das so eine Rolle spielt. Ich hatte den Eindruck, dass alle so ein bisschen drauf warten, wann kommt denn jetzt der große Cyberangriff der Russen und der hat sich dann irgendwie nicht eingestellt.
Genau, ich hätte eigentlich auch mit noch mehr informationstechnischen Angriffen gerechnet jetzt im Ukraine-Krieg. Vieles läuft aber, bekommen wir gar nicht so mit. Also es werden einfach tatsächlich auch viele Angriffe gefahren. Ein bisschen prominenter war dann schon auch, als diese die Windkraftanlagen in der Nordsee alle offline gingen, als Russland ein Satellitennetz gehackt hat. Genau, es wird schon eher als ein wichtiges Kampffeld der Zukunft oder auch ein aktuelles Kampffeld von NATO-Militärs, aber auch Militärs weltweit festgehalten und daran festgehalten, dass dort Krieg geführt werden soll. Einen Punkt wollte ich noch machen. Vergessen. Vielleicht komme ich gleich noch drauf. Ukraine, einen Punkt noch. Ja. Genau, zum Teil. Aber es läuft viel weniger, als ich erwartet habe. Genau, nichtsdestotrotz, auch die Ukraine war dies Jahr das erste Mal dann an Locked Shields beteiligt. Das war neu. Die wurden sozusagen eingeladen, sich hier die Expertise abzugucken, um entsprechend ihre Netze gegen russische Angriffe zu verteidigen. Wir werden morgen auch nochmal einen Vortrag haben, der sich nochmal stärker auf die Ukraine fokussiert. Hier haben wir jetzt aber noch zwei Nachfragen. Okay, also so, ich habe hier so drei Informationsfragen, die mich noch interessiert. Weiß man, welche Nicht-NATO-Staaten an diesen Manövern teilnehmen? Also du hast jetzt gerade Ukraine erwähnt. Ja. Die zweite Frage, was mich interessiert, du hast mehrfach Siemens erwähnt, ist eigentlich von anderen Unternehmen bekannt, dass die sich da beteiligen in irgendeiner Weise? Und das dritte, gibt's auch Manöver, die sich so mit Psychological Operations oder Ähnlichem beschäftigen? Erste Frage, genau, zu Siemens. Genau, das ist nur ein, genau, den habe ich jetzt sozusagen mehrfach erwähnt, aber es ist nur ein Hersteller von vielen, die an diesen Manövern profitieren. Also insbesondere bei diesen technischen Übungen haben sie natürlich ein Interesse daran, ihre eigene Hardware zum einen zu promoten und zum anderen auch auf Sicherheitslücken testen zu lassen, ganz kostengünstig. Und es ist nicht nur Siemens, die da beteiligt sind. Oft oder jedes Jahr gibt es eigentlich große Werbetafeln, alle Sponsoren sind öffentlich einsehbar, man muss nur genau hingucken. Das ist eigentlich ziemlich bekannt, wer daran mitwirkt. Steht auch auf den Websites. Die dritte Frage zu Psy-Op-Manövern, weiß ich nicht, vielleicht. Ja. Also auch im Sinne von Desinformation beispielsweise? Psy-Ops. Stichwort psychologische Kriegsführung. Ja, bin ich kein Experte drin. Okay. Weiß ich nicht, ob es diese Manöver gibt. Bestimmt. Strategische Kommunikation wird noch eingeworfen. Wir haben ja noch eine weitere Frage. Aaron, danke erstmal. Ist Huawei auch mit untersucht worden als mögliches, als chinesisches Subjekt oder Objekt in der ganzen Welt? Die Frage der sozialen Systeme. Also wir haben in Schleswig-Holstein viele Angriffe gehabt auf kleinere Infrastrukturen, die lahmgelegt waren und wo es sehr viel Aufwand bedurfte, um die wieder flott zu kriegen. Was spielt an der Ecke eine Rolle? Oder ist das überhaupt nicht bekannt? Ist nicht bekannt. Und Huawei ist, soweit ich weiß, nicht als Hersteller direkt benannt. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich noch kurz eine Frage stellen. Und zwar, die ersten beiden der genannten Operationen klangen eigentlich fast schon defensiv. Also was passiert, wenn auf einmal eine Smartwatch angegriffen wird? Wie können wir damit umgehen?
Wie gehen wir eigentlich mit Angriffen um? Und die dritte Operation, Crosswords, die was sagen dann eher in Richtung Offensiv. Ist es nur, dass man sagen, von den Offensiven weniger hört und die sozusagen verdeckte gehalten werden? Oder gibt es da vielleicht auch, eine Entwicklung, dass man sagen, von Zeit zu Zeit dann stärker auch in die Offensive geht? Also Locked Shields ist eine rein defensive Übung. Bei Cyber Coalition ist leider nicht bekannt, wie viel offensive Operationen da wirklich auch trainiert wird. Ich habe nur über defensive Operationen dort gelesen. Das heißt aber nicht, dass es nicht stattfindet. Weil das sind ja durchaus Trainings, wo man sich auch überlegen könnte, ob die nicht für noch eine breitere Bevölkerung interessant wären. Also Krankenhäuser oder sagen jenseits des militärischen oder des strategisch-militärischen Bereichs. Ja. Wie sozusagen auch in Richtung Cyberhilfswerks, wie ja sozusagen darüber nachgedacht wird, wie man eigentlich da Hilfe schaffen kann für zivile Organisationen auch. Ja, also ich denke, davon müssen wir ausgehen, dass es einfach trainiert wird, auch auf strategischer Ebene eintrainiert wird, wie entsprechende Infrastrukturen eines Landes angegriffen werden können, um Länder zu destabilisieren. Eine Nachfrage haben wir noch. Hallo, du hattest am Anfang deine drei Faktoren, also Cyber und Maritim und auf Land und so weiter. Und du hattest auch den Raum, also Space, auch als möglicher Austragungsort für Krieg. Tatsächlich fehlte mir aber bei deinen Ausführungen auch Angriff auf Satellitensysteme. Ja. Wird sowas ins Visier genommen oder beziehungsweise probt man auch da den Angriff, weil auch das könnte uns ja, siehe GPS und so weiter, ziemlich in die Irre führen? Ja, also bei Locked Shields war eine Satellitensteuerung tatsächlich 2020 oder 2021, bin mir gerade nicht sicher, tatsächlich Bestandteil der Übung. Die wurde da ins Visier genommen von den roten Teams und sollte entsprechend von den verteidigenden blauen Teams dann verteidigt werden. Angriffe auf Satelliten wurden so entweder noch nicht trainiert oder werden nicht kommuniziert, dass es trainiert wird. Kann ich nicht sagen, kann beides sein. Finden aber statt. Also das wissen wir ja auch. Und ich meine, dafür gibt es ja auch dann diese Weltraummanöver gegebenenfalls, wo das nochmal explizit trainiert wird. Es gibt, dazu hatte ich auch letztens was geschrieben, dieses Shriva Wargame ist halt ein bekanntes Weltraummanöver, was seit vielen Jahren auch trainiert wird, wo auch die Bundeswehr seit einigen Jahren, ich glaube seit 6 Jahren, 2016 oder 2018, sind sie das erste Mal eingeladen worden, an dem Shriva Wargame teilzunehmen. Aber das ist halt nur eines von vielen Manövern, wo der Krieg im Weltraum trainiert wird. Also aber dann halt nicht nur in der informationstechnischen Domäne, sondern auch ganz klar, wie zum Beispiel dann auch Satelliten mit kinetischen Waffen abgeschossen werden können, wie die zum Beispiel elektromagnetisch gestört werden können oder mit Lasern oder sonst was. Das ist also sozusagen die informationstechnische Domäne oder die informationstechnischen Angriffe sind halt hier nur eine von vielen Angriffsvektoren. Vielen Dank für die angeregte Diskussion, für eure und ihre Fragen. Vielen Dank nochmal an Aaron für die Puzzlearbeit und das wunderbare Mosaik, was wir hier gesehen haben. Ein Applaus nochmal an Aaron. Applaus